Ja, herzlich willkommen heute, Matthias Heine und Florian Donat. Matthias, du bist Ortsansässiger aus Gottbestammter, glaube ich. Ne? Korrekt, Johanna. Regisseur und selber Schauspieler. Und bis jetzt kurz davor, stehst kurz vor der Produktion deines ersten eigenen Films. Na, aus dem Theater raus in die Filmlandschaft. Und Florian ist dein Schauspieler, dein Hauptdarsteller des Filmes. Genau. Was thematisiert der Film? Worum geht's? Der Film heißt Holger, Hanna und der ganze kranke Rest. Das ist eigentlich ein Theaterstück, eine Vorlage. Die ich von dir selbst geschrieben? Oder? Nee, die ist von einem Schweizer Autor, der heißt Jan Demuth. Und ich habe das Stück 2011 im Oktober im Piccolo-Theater mit den Profis, mit den Profispielern zur Premiere gebracht. Und da haben sozusagen meine Jugendlichen, natürlich gucken die Stücke auch. Und da habe ich so zwei, die sehr filmaffin sind, und die kamen auf die Idee, das könnte man eigentlich, das ist auch ein guter Stopp für einen Film und so. Da hast du ihn kennengelernt, also ich denke mal... Nee, den kenne ich schon lange. Okay. Der Florian spielt schon lange bei mir im Jugendclub, schon seit 2009. Und den kenne ich also über die Theaterarbeit und habe ihn aufwachsen sehen und so. Ja. jedenfalls, die beiden Jungs, über die ich spreche, sind die Schießko-Brüder, auf die können wir vielleicht später noch kommen. Die sagten also, das wäre auch interessant für einen Film, habe ich erstmal nicht nee gesagt. Und dann sind die aber natürlich Stürmer und Dränger und drängen einen dann auch ein bisschen und mach mal und wollen wir nicht. Und dann habe ich ja gesagt, zusammen mit meiner Freundin Maria Bock, die, mit der ich die Regie für den Film zusammen mache, die heute nicht da sein kann, weil sie in Leipzig arbeitet. Und dann haben wir uns relativ schnell über eine Besetzung einigen können, und da war der Florian eben unser Holger. In dem Stück Holger, Hanna und der ganze kranke Rest, so auch in dem Film, geht es eine Liebesgeschichte. Ist eine Komödie, so ein Coming-of-Age-Film eigentlich, also so ein Erwachsenwerden-Film. Ja. Es geht um Holger, der hat Eltern, die haben sich scheiden lassen. Und für Holger ist das aber völlig in Ordnung, er hat da keine Probleme, er ist 16. Wegen ihm können auch seine Eltern bitte jetzt langsam machen, was sie wollen, das ist auch in Ordnung. Er nimmt aber alles mit, was damit zusammenhängt. Also die Sonderbehandlung in der Schule, wie ein Todespferd behandelt wird, das nimmt er. Von der Mutti kann er ein bisschen was kriegen, wenn er immer traurig ist. Vom Vati kann er ein bisschen was nehmen. Aber eigentlich ist das für ihn in Ordnung. Ja. Bis der Vati sich neu verliebt. Und zwar in ein junges Mädchen. Das ist ja häufig bei älteren Männern so, die um die 40 dann plötzlich anfangen, nochmal woanders hinzugucken. Und der tauscht jetzt also seine... Bitte? Ständig passiert das. Ja, oder? Schon. Und der tauscht dann also seine Ehefrau aus gegen so ein jüngeres Modell, Hanna. Holger, Hanna und der ganze Kongress. Hanna ist 19 Jahre alt, also schon ganz schön jung. Ja. Ganz schön jung. Und Hanna war bei Holger auf der Schule. Und was der Vati jetzt nicht weiß, und keiner weiß, bis auf das Publikum, dem wir das die ganze Zeit erzählen, die wir ins Vertrauen ziehen, ist, dass Holger eben schon immer ein Auge auf Hanna geworfen hatte. Und das ist natürlich ein hoffnungsloser Fall für ihn schon immer gewesen, aber dass jetzt sein Vater, das geht also alles gar nicht. Und dort eskaliert die Geschichte, dort fängt es an, widersprüchlich zu werden, und die Eltern verstehen den Holger nicht mehr, Hanna versteht den Holger nicht mehr. Da kommt der ganze Krankenrest. Genau, da kommt der ganze Krankenrest ins Spiel. Ja. Das hört sich an sich nach einer super spannenden Geschichte auch noch wert, das zu verfilmen, aber du schreibst ja auch sehr viel selber. Also ich habe dich schon bei der Lesebühne gesehen, du bist ja auch im Internet sehr präsent, hast Bücher veröffentlicht mit großen Geschichten. Ein Buch mit drei anderen Autoren. Zwei anderen. Mit eigenen Anekdoten und Kurzgeschichten. Wäre es nicht auch spannend gewesen, was Eigenes zu verfilmen? Warum musste das was von jemand anderem sein? Traust du deinen Werken nicht, oder war es einfach so ein bisschen auch die Initiative der Schießko-Brüder? Beides. Also ich habe, glaube ich, erstmal gar keine richtige Zeit, um jetzt wirklich jetzt so ein Film, ein Filmprojekt, also so eine ganz neue Geschichte, alles neu, alles auf Anfang. Ich wüsste gar nicht, vielleicht, das müssen wir dann ja auch ernsthaft betreiben, und ich wüsste gar nicht, wann ich das machen soll. Holger, Hanna hat sich insofern angeboten, weil ich es mir schon einmal durchdacht habe. Ne? Wir haben auch einen ganz knackigen Strich gemacht, so von dieser Fassung, die der Autor uns da gegeben hatte. War ein bisschen mehr und war ein bisschen prüder und war ein bisschen
hat so ein bisschen gemufft auch. Und da haben wir halt einen schönen Strich gemacht und ich kenne die Figuren ganz genau. Ja. Und das ist natürlich einfacher. Ja. Nee. Aber was ich dann rausstellte, dann musste ich mich erstmal mit dem Thema beschäftigen, wie schreibt man ein Drehbuch. Ne, das ist ja auch nochmal eine Wissenschaft für sich, bloß gut, und eine Kunst vor allen Dingen. Und da habe ich dann nochmal ein bisschen gelesen in Bücher und so und wegen Form auch und so. Und dann musste ich dieses Drehbuch schreiben. Und das ist, das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Hätte ich gar nicht gedacht, weil ich war so ein bisschen gegängelt von dem, Erik Schiesko vor allen Dingen, der Produzent. Dass ich jetzt mal das Drehbuch und du schaffst es im Mai. Ich habe im Mai 100 andere Sachen, aber ja, ich versuche es im Mai zu schaffen. Und der Drucker hat sich immer lässt. Genau, und es hat total viel Spaß gemacht, das Buch zu schreiben, in dem auch neue Figuren eine Rolle spielen. Insofern konnte ich dann sozusagen mein schriftstellerisches Talent auch nochmal in die Waagschale werfen und habe noch neue Figuren erfunden und sie ins Spiel gebracht. Und es ist alles in allem dann doch ein bisschen anders als diese Theaterfassung. Aber sicherlich wäre es anspruchsvoller, jetzt noch ein eigenes Drehbuch zu schreiben und dann die Regie zu machen. Weil es gibt ja dann auch eine Drehbuchautoren, gibt es ja, und Regisseure gibt es ja, und Produzenten. Und in den seltenen Tarantino, okay. Na gut. Du sagtest, ihr seid euch relativ schnell einig gewesen, was den Cast betrifft. Hm. Und du hast jetzt Florian auch mitgebracht, der mit dem Räuber spielt. Hm. Was machen sie so besonders? Einfach nur, weil du lange mit ihm gearbeitet hast und ihn kennst? Oder hat er auch vielleicht das gewisse Etwas? Ja, also das. Da sage ich jetzt erstmal gar nichts. Schauen Sie sich diesen Typen einfach mal an. Mach die Haare noch nach vorne. Mach mal die Haare auf. Die Haare auf? Ja. Nee, also jünger? Florian ist ein ganz toller Spieler. Der macht ganz viel Spaß. Der macht allen Regisseuren ganz viel Spaß. Der ist jetzt gerade angenommen an der Ernst Busch, an der Schauspielschule in Berlin. Und weil er eben ist nicht so ein Verkopfter. Da gibt ja diese Drinnen-Spieler und dann gibt es diese, die einfach so funktionieren, Spieler. Und er ist eben ein ganz impulsiver Spieler und macht ganz viel Spaß. Man muss nicht mit ihm so ewig diskutieren, warum. Dann sagt man, Florian, mach mal so. Und dann bietet er an und er hat keine Scheu und hat ganz viel Spaß und ist telegen. 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 Und ein guter Typ. Ja. Ja. Du kommst hier auch aus der Nähe von Cottbus, aus Cottbus. Hast du mit Piccolo das Schauspiel angefangen oder hast du schon vorher ein bisschen? Na, früher so in irgendwelchen Schultheaterstücken, so ganz kleine Sachen. Aber seit ich 12 Jahre alt bin, dann doch im Piccolo-Theater und bin dran geblieben. Und seit 2009 eben dann bei Heiner im Jugendclub. Ja. Ja. Schön. Und das immer weiter betrieben. Jetzt auch im letzten Jahr 2 Produktionen richtig da gemacht als, engagierten Schauspieler auf jeden Fall. Okay. Also mit den Profis zusammen. Nicht für so was Halbgares. Genau, genau. Er hat Geld dafür gekriegt. Er hat Geld dafür gekriegt, genau. Danke. Engagiert. Genau. Ja. Ja. Und hast du das Stück gesehen, seine Inszenierung von Holger, Hanna und Ja, ich war damals Regieassistent bei ihm. Ah, na, das sind ja großartige Voraussetzungen. Das heißt, wenn du jetzt auf die Erde Busch gehst, willst du. Also ich meine, du hast jetzt Theater, wird das deine erste Filmproduktion? So im großen Sinne eigentlich schon. Also mal so ein paar kleine Nebenrollen in irgendwelchen Schießguck-Produktionen. Ja, aber das halt als erste Hauptrolle, als erstes großes Ding, schon das erste. Ja, spannend. Ja, beide gerade unabhängig voneinander die Schießguck-Brüder erwähnt. Die scheinen ja doch eine ganz große Rolle bei der Produktion zu spielen. Du sagst, du hast auch schon mit ihnen zusammengearbeitet und sie waren bei dir die treibende Kraft, das so überhaupt in Gang zu bringen und das Ganze überhaupt zum Start zu bringen. Woher kennst du sie? Ich meine, sie sind ja doch ein bisschen, jetzt auch durch den Film, die Blaue Stunde, doch ein bisschen einem etwas größeren Publikum bekannt. Ich kenne sie beide durchs Theater natürlich auch. Und auch die Musik, die der Clemens macht oder gemacht hat damals, dadurch habe ich ihn eigentlich kennengelernt, fand ihn ganz toll und habe dann auch immer geguckt, wer ist das. Und dadurch habe ich ihn kennengelernt und inzwischen sind wir halt wirklich gute Freunde auch und machen viel miteinander, also auch außerhalb der Produktion. Und damals, also du hast bei der Blauen Stunde schon mitgemacht. Mhm. Wie bist du dran gekommen? Wie sind es? Also wahrscheinlich dann durch die freundschaftlichen Bande. Ja, genau. Freunde und. Ja, die brauchten einen Typen, der irgendwas macht. Und da hat das halt gemacht. Ja. Genau. Sehr gut. Und bei dir, wie war es? Also sie sind tatsächlich auf dich zugekommen und haben dich gefragt? Oder die, bei dir war bestimmt, du wolltest.
Also war es deine Idee im Prinzip, das Ganze zum Laufen zu bringen? Oder auch so ein bisschen so eine Co-Produktion wahrscheinlich? Man muss schon sagen, das war eher Eriks Idee oder Clemens Idee oder beide, weiß ich jetzt nicht genau, die kamen also auf mich zu mit dem Gedanken. Und ich habe sie beide eben auch im Theaterjugendclub gehabt, viele Jahre lang den Clemens, ein Jahr lang auch den Erik, als er noch ein bisschen jünger war. Und daher kennen wir uns eben. Und daher kommt natürlich auch sozusagen künstlerisches Kunstvertrauen, was wir so wechselseitig miteinander haben. Und die kamen im Wesentlichen auf mich zu und haben gefragt. Ich meine, du bist ja jetzt schon ein kleines bisschen älter. Was fasziniert dich an so einer Coming-of-Age-Geschichte? Ich meine, bei ihm ist es ja, also ich finde es immer faszinierend, weil ich meine, also für mich war das spannend, als ich so 19, 20 war, da fand ich das spannend. Aber jetzt finde ich es, natürlich ist es immer noch spannend, wenn man so reflektierend darauf zurückblicken kann. Aber ich meine, für ihn ist es ja, also ich meine, dich interessiert es ja wahrscheinlich wirklich und du kannst dich da wahrscheinlich auch reinversetzen in die Rolle. Und ich meine, aber wie sieht es da bei dir aus? Naja, so alt. Nein. Nee, Quatsch. Also, was mich daran interessiert, ist halt ganz grundsätzlich die Arbeit, die ich sowieso mache, die ich im Kinder- und Jugendtheater auch mache. Da ist es ja schon so, dass das immer dieselben Themen abgearbeitet werden, dass die Kinder kommen mit 6 Jahren zu uns. Oder noch jünger im Puppenspiel mit 4 Jahren oder 3 Jahren. Oder wir machen jetzt gerade Theater für die Allerkleinsten. 1,5 Jahre kommen die dann also zu uns und gehen so mit 21 nach dem Abitur und diversen Überlegungen, was man so zivilmäßig und so. Dann gehen die mit 21 und während dieser Zeit spielen sich immer dieselben Themen ab. Das sind klassische entwicklungspsychologische Aufgaben, die Kinder und die Jugendlichen Heranwachsende zu bewältigen haben. Mit dem Finden der sexuellen Identität über Rauchen, Saufen und Gewalt und Auseinandersetzungen in Politik und anderen Dingen, bevor sie dann dem Kinder- und Jugendtheater entwachsen und Erwachsenentheater besuchen. Und deswegen habe ich schon von Berufswegen ein starkes Interesse daran, weil ich finde, dass Jugendliche gerade in dieser Phase eben so pur sind wie später manchmal oder später leider häufig nicht mehr. Und weil sie da eben sehr nah an der Wahrheit sind und auch wenn sozusagen ein bisschen so die freien Radikale fliegen, ist mir das immer noch lieber als der zugekniffene Mund der älteren Generation. Das interessiert mich an den Spielern und auch an den Stoffen. Ja. Florian, kannst du dich, wenn er jetzt so sagt, dass ihn genau das an der Jugend oder an der Thematik dieser Filme interessiert, kannst du dich auch so als, du bist ja viel näher dran, kannst du dich da auch so hineinversetzen, kannst du das spüren, kannst du das erleben und das auch, glaubst du, das umsetzen zu können, was er sich vorstellt? Ja. So, ich kann so reinversetzen, diese ganzen Geschichten, die sind ja doch immer ein bisschen spitz, ein bisschen absurd auch oftmals. Ja. So ganz reinversetzen, wie es im Film gezeigt wird, nee. Aber doch so weit, dass man es irgendwie darstellen kann. Ich weiß auch nicht. Ich verlaufe mich da gerade ein bisschen in meinen Worten, merke ich. Glaubst du, dass du seinen Vorstellungen gerecht werden kannst? Glaubst du, seid ihr da auf einer Wellenlänge, dass du sagst, du verstehst ihn, wie er das meint? Also ich meine, ihr werdet euch da ja schon... Das auf jeden Fall. Also wir arbeiten jetzt seit vielen Jahren miteinander und wenn er sagt, er will mich als Hauptdarsteller haben, dann gehe ich davon aus, dass er... Also er weiß ja dann auch, was ich mache und wie ich drauf bin. Und wir kommen wunderbar klar miteinander. Ja. Also da auch wieder außerhalb des Theaters. Und na klar kriege ich das hin, was er sich vorstellt. Okay. Weil er weiß, wie ich funktioniere. Und weil das irgendwie dann doch eher zusammenarbeitet als irgendwie... Ja. Gegeneinander, natürlich. Ja. Okay. Und ich denke, du bist auch sehr glücklich mit ihm. Ich bin sehr glücklich. Immer wenn ich mit Florian was zusammen mache, bin ich sehr glücklich. Wir haben aber nebenbei gesagt auch noch andere tolle Schauspieler im Film, die man da sehen kann. Ich wollte gerade fragen, was du den Rest hast. Aber ich sag noch ein paar schöne Worte über Florian. Wie gesagt, ein sehr authentischer, ein sehr purer Spieler, immer schön aus dem Bauch raus, ohne Scheu.
vor dem Publikum oder auch mit einer Mut zur Hässlichkeit und Mut zur Schwäche. Mhm. Ein guter Ensemblespieler, ein toller Teamspieler, guter Mensch, guter Typ. Freust du dich auf diese Produktion oder hättest du dir vielleicht so als dein erstes Werk auch im Film vielleicht eher was anderes gedacht oder was anderes gewünscht? Nee, gerade das. Also gerade das, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die es irgendwie schon können, die schon was gemacht haben, die schon erfahren sind, aber mit denen ich auch so, die ich halt unglaublich gern mag. Also alle, die da mitmachen, finde ich ganz toll. Also wir kennen uns halt alle schon lange. Und ich glaube auch, dass das eine richtig gute Nummer wird dafür. Und die Thematik des Films, freust du dich darauf, das umsetzen zu dürfen? Und wie gesagt, hättest du dir da auch vielleicht was anderes gewünscht? Hättest du dir vielleicht auch gedacht, oh, ich hätte lieber vielleicht das große Action-Spektakel oder vielleicht einen etwas reiferen Charakter auch gespielt? Naja, reifere Charaktere nicht. Reifer, nicht einfach. Nicht einfach reifer, was? Reifer, ja, nicht reifer. Okay. Nee, überhaupt nicht reifer. Umso naiver man das machen darf, ist es eigentlich umso schöner. Der Erik kam mal an mich ran und meinte, wollte jetzt auch so einen Action-Trash-Film machen, das finde ich natürlich auch total witzig. Aber der Holger-Hanna-Film ist dann doch sehr, sehr künstlerisch. Also mit ganz anderen Ebenen noch, die einfach weggehen aus diesem normalen Film. Also so ein bisschen verträumt so teilweise. Ja, so ein bisschen absurd schön, unglaublich schön. Also was wir da jetzt auch schon gerade ein bisschen proben mit der Ruth zusammen, die Hanna spielt, ist halt schon echt schön. Das macht schon Spaß. Man wird halt gefordert, man lernt viel Neues. Ja. Wie lange beschäftigt ihr euch jetzt schon mit dem Thema? Oder wann hast du das erste Mal quasi das Drehbuch bekommen? Das Drehbuch bekommen habe ich, glaube ich, vor einer Woche. Sehr gut. gefallen dir die Änderungen, die er, weil er hat ja ganz zu Anfang die Änderungen noch angesprochen, die er halt auch noch additional zu dem oder halt... Der hat ja das Pony gelesen. Der hat doch nur seine Stellen gelesen. Nein, wir haben nicht einmal nicht gelesen, komplett bei letzten... Also aber vorher hast du vorher das Buch gelesen? Nein. Du hast nur seine Kuckuckbusch. Sehe ich hier und da. Ah, Leute, viel Text. Gut. Nehme ich. Wie lange ist die Produktionsdauer irgendwie angesetzt? Wann fangt ihr an? Gibt es da schon Termine? Oder? Ja, wir fangen eigentlich konkret an mit dem Film, mit einer Partyszene, die wir brauchen im Bebel am 29.06. Das ist eigentlich auch gleich. Ja. Und dann haben wir uns erstmal die ersten beiden Juliwochen vorgenommen und versuchen dort so viel wie möglich zu schaffen. Wir sind aber jetzt nicht, also den Druck, den wir uns machen, den machen wir uns nur selber, beziehungsweise unser Produzent Erik. Ja. Das ist aber gut. Ich finde, ich sage das immer so mit so einem Augenzwinkern, aber das ist gut, dass einer immer hinten so ein bisschen, hey, komm, werd fertig. Das macht es auch sehr positiv und wir versuchen es halt in den ersten zwei Juliwochen irgendwie grob zu schaffen und dann gucken wir, was übrig bleibt. Ja, ein bisschen Zeitdruck habt ihr ja auch, wenn du jetzt im Sommer in Berlin anfängst. Im Oktober erst. Also das ist noch alles ganz cool. Bis zum Herbst sind wir fertig. Aber wir haben halt auch professionelle Schauspieler, den Kai Börner und die Andrea Kulka, die haben natürlich auch einen Zeitplan. Ja. Da muss man sich auch ein bisschen reinwipsen. Genau. Das hat natürlich das Vorteil. Ja, aber klasse. Also wie gesagt, ihr habt gerade schon gesagt, Kai Börner spielt mit und Andrea Kulka. Wahrscheinlich noch ein paar Leute von Piccolo. Genau. Ja. Und wie sieht denn die Finanzierung dieses Projektes aus? Also ich meine, ihr habt ja gerade auch gesagt, ihr habt auch professionelle Schauspieler, ihr habt Leute von Piccolo aus dem Profi-Ensemble. Ne? Also ihr habt jetzt Erik Schiesko und Clement Schiesko so als Produzent und Kamera dabei. Ich meine, ihr müsst ja von irgendwas leben auch. Wie finanziert ihr die Sache? Ist das die? Da gilt das alte Motto, die Sache will's. Ja, und da gibt es keine Geld da. Also da gibt es auch nicht für einen Kai, den ich gerne was bezahlen würde, aber viel lieber würde ich noch einen Florian was bezahlen, weil der brauchst du wahrscheinlich eher, obwohl der Kai hat ein Kind, der brauchst du. Alle brauchen das und ich hätte das auch eigentlich ganz gerne und sicherlich auch Erik und Clemens, aber die sind natürlich alle erstmal für lau, ne? Wir machen erstmal und gucken, was passiert und versuchen uns dann unsere freie Zeit, in der wir es machen, auch so schön wie es geht zu gestalten und haben da sozusagen jetzt nicht so einen Druck. Unser Produzent Erik versucht natürlich Gelder zu akquirieren über verschiedene Filmförderungsfonds, die er hoffentlich anschreibt und auch hat auch schon mit den Stadtobersten gesprochen. Ja.
Weil es wird ja auch ein Cottbus-Film, wir drehen es hier in Cottbus mit Cottbuser Leuten. Ja. Wir haben auch ein paar wirklich Massenszenen, wo wir wirklich auch dann dementsprechend und bald Aufrufe starten werden, um Komparsen zu suchen und Statisten und hoffen, dass viele Leute oder so viele wie es geht sich daran beteiligen und Lust haben, mit uns diesen Film zu machen. Und hoffen auch darüber, dass wir vielleicht bei Firmen oder irgendwo oder bei der Sparkasse oder was weiß ich, da so ein bisschen Gelder kriegen. Jetzt bezahle ich erstmal eine Schauspielerin Mai an, die spielt eine große Nebenrolle. Die muss aber aus Lingen, wo sie gerade Theaterpädagogik studiert, erstmal herkommen. Und das ist eine Studentin, die hat kein Geld. Mhm. Also bezahle ich das erstmal, weil Erik hat jetzt auch jetzt nicht die Flocken irgendwie locker. Und dann gucken wir, wenn hinten irgendwo was rauskommt, dann kriege ich das wieder. Aber das legen wir dann zunächst mal aus und gucken. Es geht doch erstmal um die Sache selbst, ne? Korrekt. Ja. Gut. Wie sehen so eure Drehorte aus? Also ihr sagt gerade, ihr habt eine Massenszene in Bebel. Hm? Und was habt ihr euch sonst noch so ausgedacht? Ich meine, ihr wird ja auch in der Schule spielen wahrscheinlich, der Film. Und zu Hause, was werden dann wahrscheinlich auch Freunde, Bekannte, Verwandte hinhalten müssen? Ich habe mal zum Beispiel, der Vater von Holger, Gerhard, ist Zahnarzt. Ne? Und da gibt es eben eine ganz wichtige Szene, wo der Holger auf Vaters Zahnarztstuhl sitzt, routinemäßig, und der Vater ihm jetzt erzählt bei der Gelegenheit, dass er jemanden kennengelernt hat und so, und diese Hanna und so, und der Holger sitzt aber da in dieser Situation, und da brauchen wir eigentlich sozusagen eine Zahnarztpraxis. Und ich habe meinen Kumpel Stutzmann noch nicht angerufen, was eigentlich meine Aufgabe war bis heute, aber ich rufe ihn morgen an, aber vielleicht auf diesem Weg. Lieber Stutzi, wir brauchen deine Praxis und wir brauchen dich als Handdubel für Kai Börner, den berühmten Schauspieler. Na, bist du gut, vorher noch mal zum Zahnarzt gehen? Brauche ich nicht. Ich habe sehr gute Zähne, aber ich habe furchtbare, dolle Angst übrigens vor dem Zahnarzt. Ganz, ganz doll. Das ist gut. Das vorher noch mal. Das ist gut. Nee, das ist gut. Nee, das ist gut. Mir wurden mal die Zähne, also ich habe hier vorne beim Trinken, sind mir die Zähne hier vorne ausgeschlagen. Cola trinken solltest du jetzt noch ganz laut sagen. Aber das ist mir das passiert und seitdem hättest du so Angst. Ja, das ist aber gut, dann bist du in der richtigen Spannung. Schwitzern war jetzt da auf den Stillen nach. Dann hätte ich mir jetzt hier helle Sachen anziehen. Ja, also wir brauchen diesen zum Beispiel diese Zahnarzt-Location, dann wollen wir eine Laufszene, so eine Marathon-Start, Spreewald-Marathon-mäßig Startsituation drehen im Spreeauenpark. Da brauchen wir auch Menschen und auch Genehmigungen. Schulen hat Erik schon welche angefragt, da kann ich aber noch nichts Konkretes sagen. Und dann werden wir einen Großteil der Zuhause-Situation bei Florian zu Hause in Kolkwitz drehen. Ich wollte gerade fragen, wie das so ist, weil ich meine, das ist ja doch eine recht familiäre Produktion. Dann werden ja wahrscheinlich auch, ihr müsst dann wahrscheinlich auch irgendwie die Location stellen. Und macht es dir was aus, dass wenn ihr jetzt gerade sagt, okay, dass ihr bitte zu Hause dreht? Ich meine, das ist ja doch, dieser Film wird ja dann, wenn alles gut läuft, am Ende einem breiten Publikum gezeigt. Ist dir das nicht zu nah und zu intim, wenn da irgendwie der halbe Film mit dir zu Hause spielt? Wir haben ein sehr schönes Haus. Also von daher ist es schon ganz gut. Und ich habe die Leute auch sehr gern bei mir natürlich. Es geht ja nicht darum, ob du die Leute irgendwie aus eurem Team irgendwie gerne zu Hause hast. Aber ich meine, es wird ja danach auch wahrscheinlich irgendwie halb Cottbus sehen, diesen Film. Und dann wissen alle, wie es bei dir zu Hause aussieht. Ja, das müssen wir eigentlich Florians Eltern fragen. Aber die nehmen sich extra Urlaub dafür, 2 Wochen lang, und sind extra nicht zu Hause. Die sind extra nicht da. Fragen, ob sie zu Hause sind oder nicht. Ja. Nee, sind sie weg. Die sind super, die Eltern sind super. Ja. Und da haben wir sozusagen dieses Haus für uns und können da drehen. Und das bietet viele. Tatsächlich ist es ein sehr spannendes Zuhause. Ich war da schon 2 Mal und ich finde es eine total gute Location und passt total gut zu einem Zahnarzt und so einer, wie könnte man eigentlich sagen, was die Mutter, wie heißt das? Naturheil-Tante und so einem Zahnarzt passt ganz gut. Naturheilverfahren und Esoterik sollte ich nicht zusammenhalten. Nee, aber du weißt schon, was ich Akupunktur. Das mit den Nadeln. Nadeln. Nicht Nadeln. Nadeln. Nicht Nadeln. Ja, bitte. Genau. Habt ihr schon sowas wie, also ihr werdet ja auch so ein bisschen Plakate, werdet ihr irgendwie, ist sowas schon im Gange?
Na, da haben wir ja, Vorproduktion, da haben wir ja zum Glück den Clemens. Das ist ja sowieso fast das größte Glück. Ja. Weil der ist wirklich, also was der auch in Blaue Stunden, was man ja sehen kann. Ja. Das ist ein toller Fotograf und der kann das, der hat es einfach. Und der begleitet uns sozusagen schon so viele Jahre auch in unserem Privatleben mit tollen Fotos, die der macht, und tollen Filmchen und tollen Filmen. Und den haben wir auf der Habenseite, sage ich immer, wenn wir sozusagen überlegen, wo könnte es eigentlich kranken? Eigentlich nur an Zeit. Wir haben auf der Habenseite diesen tollen Kameramann, Clemens, mit dem ich mich blind verstehe, und auch Maria, Freundin, die ebenfalls mit mir zusammen die Regie machen wird und die Jugendclub-Stücke auch mal dramaturgisch betreut hat über viele Jahre. Und wir verstehen es einfach blind. Und die wissen dann auch, wann sie mal kurz warten müssen. Und dann lassen sie, ich sehe es schon vor mir, das wird alles ganz wunderbar. Und Clemens hat auch schon ein paar Plakatentwürfe schon gemacht. Und es gibt auch schon eine Facebook-Seite, die lässt auch so ein bisschen blicken. Und ja, da haben wir auf jeden Fall, was die Bildsprache angeht, haben wir schon einen guten Mann. Super. Wie stellt ihr euch das vor, wenn der Film dann fertig ist? Es wird ja wahrscheinlich dann Premiere wahrscheinlich in Piccolo dann stattfinden? Oder habt ihr noch... Das ist eine Möglichkeit, in Piccolo das zu machen. Genau, Weltspiegel ist auch eine Möglichkeit, das ist aber jetzt noch nicht so genau. Ich meine, der Film ist ja, also so wie ich das jetzt verstehe, versucht ihr den ja so professionell wie möglich aufzuziehen, aber natürlich mit den wenigsten Mitteln. Wie weit hofft ihr, kommt ihr damit über die Grenzen kurz hinaus? Also was ist euer Anliegen? Also wir haben gerade darüber gesprochen, ob die Premiere vielleicht in den Weltspiegel oder Piccolo. Und wie weit hofft ihr damit zu kommen? Ist es für euch oder für dich? Oder also ich meine, für dich ist es natürlich auch jetzt so ein bisschen auch vielleicht ein kleines Sprungbrett, auch vielleicht so ein bisschen eine Erfahrung, bevor es wirklich an die Schauspielschule geht. Und für dich ist es eher so was, erstmal zum Ausprobieren oder doch tatsächlich ein Projekt, was dich voranbringen, wo du mit vorankommen möchtest. Vielleicht auch mal eine Alternative zum Theater. Wie ist denn für dich? Für mich ist es schon natürlich. Natürlich wäre es geil, wenn der in ganz Deutschland kommt, dieser Film. Natürlich. Und gezeigt wird und auch gern bei der Berlinale oder irgendwo. Natürlich wäre das total super. Und natürlich ist es totales Sprungbrett, klar. Ja. Aber in erster Linie mache ich es einfach, weil es mir unglaublich viel Freude macht. Ja. Gerade auch mit den Leuten. Natürlich, kannst du mal wieder sagen. Ne? Ich meine, ist ja auch natürlich wirklich eine privilegierte Situation, wenn man wirklich sowas so als erstes Filmprojekt irgendwie mit den Leuten, mit denen man lange zusammenarbeitet, denen man vertraut, die man genau. wirklich auch, da kann man sich auch schön aufmachen. Freunde seid, ja. irgendwie, dass das irgendwie wirklich so zusammen funktioniert und dass man sowas auf die Beine gestellt bekommt. Ja, ich für mich muss der Film eigentlich zunächst mal nur meinen Ansprüchen an so einem Debütfilm genügen. So. Also es soll schon ordentlich sein und schön sein, und wenn das Drehbuch tatsächlich so umgesetzt wird, wie es aufgeschrieben ist, dann habe ich eigentlich keine Zweifel, dass den auch Leute sehen wollen. Wie weit das jetzt geht, das weiß ich nicht, aber wir nehmen alle Preise in Empfang, wenn es welche gibt. Wenn nicht, dann bleiben wir weiterhin ganz bescheiden und hoffen, dass es trotzdem den Menschen gefällt, und wir schauen mal. Also ich habe da jetzt erstmal keine großen, riesigen Ambitionen, dort jetzt da vom Theater jetzt den irgend so eine andere Richtung einzuschlagen. Das ist eigentlich Spaß. Ich will es ausprobieren. Es soll aber gewissen Maßstäben genügen. Auch ein bisschen Angst vielleicht oder ein bisschen Selbstzweifel für den Wiedermann. Ich meine, so ist es für euch beide irgendwie so. Das erste große Filmprojekt irgendwie, und obwohl man natürlich Unterstützung von schon versierten Leuten hat, irgendwie jetzt auch, egal ob im Schauspielerbereich oder hinter der Bühne, trotzdem immer wieder mal so ein bisschen mulmiges Gefühl und Bauchschmerzen. Na, Angst kriege ich eigentlich immer nur, wenn man dann so in einem Interview sitzt, ne? Und dann so interviewt wird zu diesem Ding, was noch gar nicht existiert, beziehungsweise nur so Kopfkino gerade ist und das ein richtiges Kino werden soll. Da denkt man immer schon, oh ja. Dann, wenn dann langsam so dieses Interesse geweckt wird und plötzlich Leute auf die zukommen und was wissen wollen und sich anbieten, mitzuspielen oder ähnliches, ja,
da denke ich dann schon mal, ja, verstehe schon, alles klar, und dann wäre ich immer so ein bisschen hibbelig, aber eigentlich freue ich mich viel mehr auf das, was kommt. Und das lasse ich einfach kommen und ich versuche mir da keinen Druck zu machen. Ich habe auch keinen Druck. Ich habe einen anderen Beruf und da habe ich auch Druck und dann mache ich mir auch Druck und lasse mir auch Druck machen, das ist auch gut. Aber jetzt für dieses Filmprojekt will ich eigentlich den besonders allen, die da mitwirken und beteiligt sind, eine schöne Zeit geben. Natürlich eine arbeitsreiche, aber eine ertragreiche. Und es soll Spaß machen. Und wir lassen so viel Zeit, wie wir brauchen. Um nochmal auf die Finanzierung zurückzukommen. Also ich meine, habt jetzt gerade die Schauspieler arbeiten umsonst, euer Produzenten und euer Drehteam arbeitet irgendwie für lau. Aber ich meine, es gibt ja auch Sachen, die einfach Geld kosten, wie zum Beispiel die Versorgung. Das kann ja nicht jede Mutter zu Hause irgendwie die Brötchen schmieren und die Suppe vorkochen. Sondern es gibt ja auch Kostüme, Requisiten, die angeschafft werden müssen, weil einfach nicht vorhanden sind. Da schon irgendwelche Ideen? Habt ihr irgendwelche Sponsoren vielleicht? Oder sucht ihr noch welche? Ja, also da kann man ganz klar sagen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, klar brauchen wir für diesen Film Geld und klar brauchen wir Sponsoren. Ganz sicher können auch die Muttis mal ein Brötchen schmieren und so, das wird auch alles laufen, aber wir werden auch vielleicht einen Kamerakran brauchen, den muss man mieten, oder Technik, spezielle, die man irgendwo herkriegen muss. Kostüme, wir können auch nicht von den Spielerinnen und Spielern erwarten, dass die sozusagen unsere Vorstellung von dem, was sie da so zu tragen haben, einfach aus dem Kleiderschrank nehmen. Ja, da brauchen wir ja schon auch Gelder für die Verpflegung. Weiß ich nicht, wenn wir eine große Szene mit Statisten machen, die werden ja auch dafür kein Geld kriegen, aber wenn sie wenigstens einen Kaffee trinken können, wäre es ja nicht schlecht. So, also da brauchen wir schon Kohle und da sind wir froh, wenn wir aus der Stadt, aus der das ganze Projekt kommt, ne, also mit den Menschen dieser Stadt, die das Projekt machen, spielen und sich ausgedacht haben, dass aus derselben Stadt vielleicht auch noch so ein bisschen Finanzmittel kommen, Firmen, Banken, alles ist denkbar, private, da sind wir offen. Ja? Und da würden wir uns sehr freuen. Und Erik Schiesko wird demnächst auch bald dort nochmal in der Öffentlichkeit ein bisschen in die Offensive gehen, vermute ich. Ich meine, er ist wahrscheinlich der Regisseur, mit dem du am meisten zusammengearbeitet hast bis jetzt, oder? Und ich meine, es hat sich dadurch natürlich auch eine Freundschaft und auch eine Vertrautheit und eine Verbundenheit irgendwie auch hergestellt. Hast du ein bisschen Angst, wie das ist, wenn du jetzt auf die Schauspielschule gehst, vielleicht später in dem Beruf arbeitest und dass vielleicht auch Regisseure gibt, mit denen das eben nicht so ist? Ich habe das schon gemerkt, dass es nicht mit allen so ist. Das ist dann teilweise schon ganz schön schwierig. Aber naja, so ist es halt. Und ich hoffe auch da dann auf der Schauspielschule darauf vorbereitet zu werden, dass es nicht immer so ist. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich dann wieder mit solchen Leuten zusammenarbeiten kann. Und ich bin ja dann auch nicht weg. Ich glaube, ich möchte dann schon irgendwo doch. Du bist sehr stark verbunden. Also fühlt sich sehr verbunden zu dieser Stadt. Auf jeden Fall. Bist ja aufgewachsen. Und genau. Okay. Genau. Macht es dir dann Spaß aus so einer Situation heraus, weil du sagst, du hast die Leute auch Jahre über Jahre hinweg begleitet, wie auch Florian jetzt. Macht es dich ja stolz auch zu sehen, dass wenn du sie dann in die weite Welt entlässt, auch dass sie das, auch das, was du ihnen auch mitgegeben hast und das, was ihr zusammen erarbeitet habt, natürlich auch in den ganzen Jahren, halt in diesem Schauspiel Das macht mich super stolz. Dass du dann siehst, dass das auch jemand irgendwie wirklich so ernst nimmt, dass er das wirklich auch als Berufswunsch Ich versuche ja den Jugendlichen eigentlich die Sache auszureden. Ne? Also besser nicht. Besser nicht. aber es gibt ja immer ein paar Unverbesserliche und dazu gehört eben auch Florian oder Lucy, die auch im letzten Jahr, oder Marianne oder Erik, die das schaffen und die das machen und die dann echt dabei sind und die was wollen und die dann auch kommen und sagen, jetzt komm, mach mir den Monolog jetzt und los, auch wenn du wenig Zeit hast und wenn man sieht, wie sie wollen und wie es dann klappt, ist das schon toll. Außerdem kompensiere ich da sowieso was, ich habe das ja damals nicht geschafft, als ich 19 war und weiß ich nicht, irgendwie habe ich schon gelernt. Aber das ist doch schöner, dann aus so einer Situation heraus einfach ja, total. Diesen Weg für gefällt andere mir. Zu ebnen. Gefällt mir. Ich stelle mir immer manchmal bloß die Frage,
Drängle ich die eigentlich dahin? Eigentlich nicht, oder? Nein. Jetzt hast du die Möglichkeit, zu fragen. Drängelt? Hat er dich gedrängt? Nicht. Nein, ich hatte schon immer diesen Gedanken. Ich habe es ja nicht auch versucht auszureden, wegen ja, Essfehler. Ja, ich hatte früher einen ganz schlimmen Essfehler. Was heißt früher? Noch vor 2 Jahren. Einen ganz starken Essfehler. Ganz hässlich. Und da fanden sie mich aber auch schon nicht verkehrt an der Schauspielschule, aber haben mich nicht genommen. Das Funkeln in den Augen war zu groß, haben sie gesagt. Die meinen das Lispeln im Mund. Das Lispeln im Mund. Aber haben wir gesagt, das Funkeln in den Augen. Ja, genau. Na, und jetzt habe ich es mir wegtrainiert und jetzt läuft's. Ja, siehst du mal. Das ist so eine Sprache, ne? So eine Logopäde. Ja. Was ausrechnen kann. Ja. Glaubst du, dass das, bist du glücklich innerlich mit deiner Entscheidung oder hast du noch so ein bisschen Angst? Nö, also ich bin momentan noch sehr in Cottbus, habe mir jetzt gerade eine Wohnung gesucht in Berlin und jetzt fange ich an, mich da gerade so ein bisschen hin zu orientieren. Mhm. Fahre jetzt auch immer mal wieder nach Berlin und gucke mir dort Theater an und guck, wo läuft es denn dann hin. Und ich bin einfach nur sehr, sehr gespannt drauf und freue mich sehr, sehr drauf, mhm. Aber Angst? Nein. Hat Matthias dir wirklich, also kannst du sagen, dass er dir bei deinem Werdegang wirklich auch geholfen hat? Absolut. Oder war er wirklich auch absolut, eine treibende Kraft und vielleicht auch eine Art von Mentor? Das auf jeden Fall, natürlich. Einfach immer, auch im allgemeinen Leben, immer wenn ich irgendwelche Probleme hatte, wo ich irgendwie auch nicht zu meinen Eltern gehen wollte oder irgendwas, mit ihm konnte ich immer über irgendwas reden, weil wir auf einer anderen Ebene einfach dann doch waren. Und da war er natürlich doch älter, aber trotzdem konnte man mit ihm ganz normal umgehen und das war immer sehr befreiend. Und wenn ich mich auf die Schulen vorbereitet habe, bin ich auch mal zu ihm gegangen und habe gesagt, guck mal drüber, mach mal, zeig mal, was kann ich noch machen? Und dann hat er noch ein bisschen Zucker aufgegeben. Und dann war's gut. Also wie sie jetzt einmal verlässt du das jetzt hier mit deinen Tränen und einem lachenden Auge. Ja, auf jeden Fall. Aber hey, ist nur Berlin. Ja, oh mein Gott. Ja. Ja gut, dann danke ich euch für heute. War schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Film. Ich hoffe, dass wir noch öfter miteinander zu tun haben werden vielleicht. Und ich bin sehr auf das Endprodukt gespannt und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg. Dankeschön. Das nächste Mal bei Johanna Dorwald sehen Sie die Maskenbildnerin Andrea Braun.